Ich bin der Rolf Blimmel, ich bin jetzt seit 17 Jahren im Außendienst von Krones unterwegs. Man erinnert sich nachher an die schlechten Sachen nicht mehr so leicht, weil das Positive mehr hängen bleibt. Und das ist ja das Schöne dann, man ist ja immer als Team unterwegs. Ne? Sagen wir mal, da haben wir mal so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monteure auf der Baustelle, je nach Größenordnung. Und da entwickelst eine Power miteinander, irgendwie da aus dem Malheur rauszukommen. Ne? Egal was das ist, wenn man nicht vernünftig schlafen kann, wenn man nichts Vernünftiges zum Essen und zum Trinken hat. Die ganzen Umstände, da gibt es immer eine Lösung. Da hilft einem auch der Kunde ja oft. Ne? Nicht, wenn wir jetzt, ja, es war einfach so, dass wir kein Trinkwasser damals auf einer Baustelle zur Verfügung gehabt haben. Das hat uns dann der Kunde besorgt. Ja, immer ist man ja nicht ruhig, wenn man merkt, dass man auf 180 ist, weil man wieder mal nichts dafür kann. Ne? Dann gehe ich 5 Minuten woanders hin, gehe in die Linie rein, wo es vertraut ist, ne? Beruhige mich wieder. Und dann lasse ich mir was einfallen. Dann sage ich vorher schon, ja, okay, muss ich mal drüber nachdenken, mir fällt schon was ein, ich rühre mich dann, wenn ich was habe. Wenn der merkt, okay, der kümmert sich darum, der bleibt trotzdem ruhig und man kommt dann mit einem Vorschlag, der wo einfach passt. Nicht? Oder wo man dann mit einem Punkt hat, wo man weiterreden kann, nicht, dass man zum Ergebnis kommt, dann geht das schon. Es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung. Wenn einzelne Monteure dann wieder angefordert worden haben, weil die eine saubere Arbeit abgeliefert hat und man sich an den erinnert, ne? Die Namen bleiben dann hängen, dann hat man da schon ein sehr gutes Gefühl, dass man braucht wird, dass man wichtig ist. Das ist eines, wo einem am Leben hält, wenn es einmal schwierig wird. Wenn man mal so richtig in die Seile hängt, mal jetzt wegen einem Problem schon 12 Stunden oder 14 Stunden am Buckel hat, das kann ja auch mal vorkommen. Ne? Und letztendlich dann doch wieder Erfolgserlebnis hat. Ne? Das habe ich jetzt wieder hingebracht. Ne? Allein bringt man das Ding nicht oft weiter. Also das muss immer in der Kette funktionieren. Immer im Team. Also da muss man ganz eng zusammenarbeiten. Ne? Und der Bausteinleiter hält ja alles zusammen. Aber wenn jetzt da ein Querulant dabei wäre, wenn er nicht teamfähig ist, dann stört er die ganze Kette. Das funktioniert nicht. Teamfähigkeit ist ganz wichtig. Man lernt ja die unterschiedlichsten Kulturen kennen. Da wo man erst einmal so da sitzt, das checkt man ja gleich gar nicht. Ne? Was ist denn das jetzt? Ne? Also, da darf man sich einfach am Anfang überhaupt nichts denken. Ne? Nicht blockieren, weil sonst kommt man mit dem klar, sondern einfach das einfach auf einen zukommen lassen. Ne? Dann werden wir erst einmal schauen, und, pff, das ist alles gar nicht so dramatisch, wie es gleich beim ersten Anblick ausschaut. Und das relativiert sich alles. Ja, dann kann man sich wieder auf seine Sache konzentrieren. Und dann lernt man mit der Zeit die Sprache ja noch dazu. Ja, weil die Operator die haben kein Englisch kennen, geschweige denn Deutsch. Nicht? Also dann eignet man sich, das geht auch relativ schnell und easy. Nicht? Dann schreibt man sich da das Nötigste auf. Nicht? Also nicht wie man spricht, sondern man schreibt es auf, wie man spricht, nicht wie man schreibt. So würde ich sagen. Das ist ja klar, das kann man ja gleich nicht umsetzen. Dann geht relativ easy. Der Background ist gigantisch, ne, was wir mir haben bei Krones. Das ist perfekt. Aber letztendlich stehst du allein vor dem Gerät und lieferst das dann ab, nicht das Ergebnis. Und wenn das dann passt und das Ding schnurrt und läuft durch, dann fühlt man sich schon wie ein König teilweise. Das ist richtig. Und auch mit der Technik, was wir haben, weil das ist letztendlich absoluter Hightech. Ne? Das muss man erst einmal im Griff haben.